Beim letzten Mal haben wir ja eine kleine Tour durch Höhlen gemacht und ein bisschen Stuff gesammelt. Ich hoffe, dass das reicht, was ich jetzt auf der Hand habe. Und was wir heute vorhaben, ja, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBSS mit mir, der lieben Melli. Und ja, wir spielen jetzt Stadt in Survival. Bauen eine Stadt im Survival auf. Ja, eine kleine Neuigkeit habe ich euch auch. Das Projekt liegt jetzt nur noch in meiner Hand. Mein lieber gewährter Sohn hat das sein Projekt aufs Eis gelegt vor ein paar Wochen. Wenn diese Folge nämlich rauskommt, ist das schon 2 Wochen her. Ja, ich mache das jetzt alleine und ja, eventuell stößt dann doch jemand noch dazu. Aber das wird wahrscheinlich erst zur 100. Folge sein und deswegen baue ich jetzt erstmal die nächsten 40 Folgen oder 45 Folgen, die ich jetzt noch habe. Alleine. Sein Haus, sein komisches gebautes da, den Rathausanbau, der bleibt natürlich bestehen. Inwieweit ich den weiterbaue, weiß ich noch nicht, weil modern ist nicht so ganz mein Stil. Aber da werde ich mich irgendwann mal reinfuscheln und wir werden jetzt erstmal hier die Außenfassade, wie ihr seht, ich habe etwas im Off vorgetestet. Und zwar werden wir jetzt mal hier alles komplett in dem Stil machen, weil ich finde, irgendwie, ja gut, moin, sieht das wesentlich besser aus und ja. Ja gut, guck mich mal eben einmal aufs Stil. Dingens. Ja, ich würde sagen, ich hau da mal hier einmal den kleinen Speed rein, damit ihr gleich noch ein bisschen Fortschritt habt, weil die Zeit möchte ich. Ey, hör auf damit. Ich nur damit vergeuden. Also dann sage ich mal, bis gleich. Da bin ich dann auch schon wieder. So, das macht optisch so viel, wie ich mehr habe. Klar, da müssen auch die Fenster rein, aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Wir werden jetzt praktisch übergehen, direkt in den nächsten. Ja, falls das euch aufgefallen ist, ja, das ist in einem Tutorial passiert. Da könnt ihr auch mal reinschauen gerne, wenn ihr wollt. Ich verlinke euch gerne das Video dazu in der Infobox. Da könnt ihr euch gerne austoben und nachschauen und habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen. Ja, und wenn euch hier das Format gefällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einfach mal so den Abo-Button drückt, um dann halt nichts mehr zu verpassen. Und ja, so, und wenn es geht, ja, nee, das machen wir nachher. Wir hauen jetzt direkt in den nächsten Speed rein und zwar ziehen wir jetzt dieses Haus hier hoch und die lieben es anscheinend hier zu bleiben. Ich hoffe und bete darum, dass das, was ich gesammelt habe, reicht. Ansonsten
Können wir ja mal eben kurz gucken, weil mein werter Sohn sagte mir, er hat alles, was er hatte, in die ins ME-System geschmissen. Vielleicht haben wir da ja noch ein paar Bruchsteine. Und ja, dann werden wir mal schauen, dann werden wir da gucken, dass wir das... Oh, ein Wow. Das war jetzt ganz viel. Nämlich so gut wie nichts. Okay, das heißt, hat er denn irgendwas hier reingetan? Oh, dafür haben wir jede Menge Bruchsteine und eine Satzsiegel. Na super. Und meine, oh, mein Kaktus ist auch fertig. Da können wir, da haben wir auch noch genug. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt das Häuschen hoch. Ansonsten müssen wir, ja, gegebenenfalls die nächste Folge wieder eine Speed machen, weil wir brauchen definitiv jede Menge Bruchsteine. Mich wieder die Rucksäcke mit und sammel dann nebenbei auch noch Andesit und Marmor. Alter, du gehst mir auch Niddle. Hallo? Hab ich dir erlaubt, mich anzugreifen? Wo bist du denn da? Zack. Und zack. So, das war's. Hat sich erledigt. So, jetzt wollte ich mal eben kurz was essen. Die Schüssel brauchen wir jetzt im Moment nicht. Und ja, dann würde ich sagen, hauen wir mal den Speed rein und ich ziehe euch einfach mal die Wände hoch, denn das wird jetzt komplett aus Kobbel gemacht, beziehungsweise setzen wir irgendwann andere Sachen rein, weil unten muss ich ja freilassen, wächst Geschäft, weil hier unten kommt ein Geschäft rein, nicht so wie da, das ist ein komplettes Wohnhaus. Und dann sage ich mal, bis gleich, ciao, ciao, nicht ciao, ciao. Gedacht.
Okay. Ja, da bin ich dann auch schon wieder. Ja, ich habe gemerkt, ich habe wieder mal nichts. Ja, dann kann ich ja mit euch ein bisschen quatschen. Und in der Zeit tun wir mal ein bisschen Holz farmen. Nee, da wollte ich jetzt nicht in die Richtung, aber... Ja. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Ja, mal wieder unheimliches Glück, dass das noch nicht mal mehr gereicht hat, was ich da zusammengesucht habe. Ach ja, ich habe hier die ganzen Bäume schon weg. Also, können wir die da nehmen. Weil die Insel muss... Nee, die muss nicht ganz... Doch, doch, ich glaube... Ah, ich könnte hier zum Beispiel... Ah, keine Ahnung, was ich hier mache. Ganz ehrlich. Ja, was kann ich euch erzählen? Ja, aus welchen Gründen mein Sohn... Warum er aufgehört hat, ist... ja, ihm fehlt die Motivation. Er sagt selber, er ist unheimlich still und er redet ja nicht viel. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, wer so ein Format macht, muss damit rechnen, auch zu reden. Für manche ist das wie so eine Therapie. Man fängt dann an, erst recht zu reden, wie zum Beispiel ich. Ich quatsche euch eine Klinke ans Bein oder ein Kotelett an die Backe und babbel einfach drauf los. Ja, die Speedanlagen sind jetzt einfach nur, damit wir endlich mal vorwärts kommen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt pro Folge immer nur so ein Stück mache, sind wir in 1000 Folgen noch nicht fertig und naja, so weit wollte ich jetzt eigentlich nicht kommen, deswegen haue ich jetzt mal Speed-Einlagen rein und ich finde, das kommt eigentlich ganz gut. Also der Aufwand ist zwar dann etwas höher vom Schnitt her, aber naja, so what. Wenn es hinterher zumindest reicht, dass wir fertig werden, dann nehme ich das gerne in Kauf. Also bis 1000 war ich schon, bis zur 100. Folge würde ich dann schon den größten Teil der Stadt stehen haben wollen. Und von daher, warum wir da ein bisschen Speed hinein. Also World Edit benutze ich halt immer noch nicht für Häuserbau, nur hier um die Flächen. Wie ihr gerade gesehen habt, einen Teil der Fläche habe ich auch schon wieder begradigt, das heißt, der nächste Stadtteil kann man schon fast praktisch bauen, weil hier ist alles frei. Ja. Und ja, natürlich habt ihr jederzeit auch die Möglichkeit, euch einzuklinken, indem ihr auch Vorschläge, und da könnt ihr mich gerne auf Twitter verlinken, beziehungsweise mir auf Twitter folgen. Da könnt ihr mich einen Follower da lassen. Und wenn ihr Bauanregungen habt, Fotos, was man bauen kann, dann markiert mich, schickt mir Bilder und ja, dann gucke ich es mir natürlich an. Den Link zu meinem Twitter-Account findet ihr unter der Videobeschreibung, sowie auch meinen Discord-Account, beziehungsweise meinen Discord-Server. Da könnt ihr euch gerne auch reinklinken. Also ich habe mittlerweile geschafft, den Link unten in der Beschreibung für, dass der niemals abläuft. Das heißt, ihr könnt euch jederzeit darauf einklinken. Da könnt ihr mir natürlich auch Bilder schicken, was für Bauideen ihr habt. Und natürlich nicht nur Bauideen, auch Verbesserungen. Wenn ihr irgendwas seht, was ich hier gebaut habe und ihr sagt, komm, bau das mit dran. Es wird wahrscheinlich toll aussehen. Lasst es mich einfach wissen. Schickt es mir also über Discord oder über Twitter. Beide Links sind in der Videobeschreibung verlinkt. Oder beziehungsweise mit drinnen. Ja, und wenn euch das hier gefällt, dann würde ich... Hallöchen. Danke. Hat Aua getan, aber egal. Der jetzt her? Ach ja, der dunkel. Könnt ihr natürlich gerne auch ein Like da lassen, damit für meinen Algorithmus halt ist es sehr praktisch und auch wertvoll. Also wenn ihr hier schaut, dann lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Das wäre ganz toll. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Das wird den Algorithmus dann halt ein bisschen... komischer Enderman. Obwohl, ich brauche die Perlen davon, ne? Ich glaube, wir werden den gleich mal ein bisschen killen. Weil das mit dem End habe ich noch nicht abgeschrieben. Oh, jetzt ist er weg. Ja, gut. Hallo? Bist du fertig? Okay. Jetzt war er fertig. Jetzt ist er weg. So, ja, ich weiß, die Monster sind überall, aber naja, so what. Aber ein bisschen Nervenkitzel hier. Whoop. So, machen wir noch die, wollen wir mal ein paar stecken. So,
Das ist lustig, wenn die da über Wasser laufen können, diese Creeper, ne? Naja. Egal. Ist er jetzt kaputt. So. Das hier. Den haben wir. Gehen wir nach oben. Vielleicht machen wir einfach nur die Insel hier leer. Natürlich werden wieder neue Bäume gepflanzt. Also in der Stadt kommen auch welche hin. Vielleicht baue ich die auch selber. Mama Bo, hast du irgendwie vergessen, zur Schule zu gehen? Ach komm. Ja, ich habe mir sagen lassen, dass eine Axt sogar besser ist zum Camp. Meine Güte, geh doch mal kaputt hier. So. Huch. Mehr. Du auch. Quatsch. So, weg. Levelpunkte kann ich ja gut gebrauchen für Verzauberungen. Ja, mittlerweile verzauber ich nur noch Bücher. Dann einfacher, weil man kann da mehrere Sachen draufklatschen und fertig. So. Zack, weil wir brauchen ja so einiges fürs End. Also das ist definitiv noch nicht abgeschrieben. Ist nur die Frage, wann. Weil ich muss ja noch so einiges haben und so weit haben wir es noch nicht. Also die Enderperlen haben wir alle zusammen, aber wir brauchen ja auch noch andere Sachen. Rüstung und ganz viel Pfeile und Bogen, weil das werde ich mit Sicherheit erstmal nicht alleine machen. Ja, und wenn ihr so noch Lust habt, könnt ihr auch gerne meine anderen Videos anschauen. Also ich habe jetzt ein neues Projekt angefangen, das heißt Sky City. Das ist abgeleitet von Sky Attack, von einem Projekt, wo viele YouTuber zusammen in der luftigen Höhe... Aua, bist du Jecke? Hallo, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Danke. In luftiger Höhe so eine Stadtart aufgebaut haben. Ja, ich bin natürlich überhaupt nicht erprobt, was Minecraft angeht. Von daher könnte das teilweise sehr lustig sein. Also würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Verlinken tue ich euch das mal am Ende des Videos. Und ja, ups, dann sind wir auch jetzt schon am Ende des Videos. Ja, dann würde ich mal sagen, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und dann sage ich mal, wenn ich jetzt endlich mal geschafft habe, da hinzukommen, werden wir schauen, dass wir hier in der nächsten Folge weitermachen. Ich werde jetzt ein bisschen im Off noch ein paar Steine sammeln, damit wir hier zumindest ein Stückchen hochkommen. Hier könnt ihr mir gerne mal ein Feedback da lassen, wie euch diese Optik gefällt. Also mir persönlich, muss ich sagen, gefällt sie sehr gut. Sieht auf jeden Fall, weiß ich nicht, sieht aus fast wie unser Haus. Hier werden wir dann ein bisschen andere Textur benutzen, sodass diese Häuser nicht alle einheitlich sind. Mal gucken, welches Haus ich hier hinsetze. Aber dem werden wahrscheinlich, hier wird kein Weg lang gehen. Dann werden hier ein paar Häuser nebeneinander mit... weiß ich jetzt noch gar nicht, ob ich das vielleicht noch ein Stück nach da hinten schieben sollte. Weil das, ich muss gestehen, also das habe ich jetzt mit Move ein bisschen verschoben. Weil irgendwie war das mir dann noch zu nahe, weil bei uns in der Stadt die Einkaufsstraße ist halt ziemlich breit. Ja, ich hätte mal den Flugmodus reinmachen sollen. Ja, und hier muss ich auch noch ein bisschen Steine setzen. Also heißt es, Farmen muss ich so oder so, komme ich nicht drum herum. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Da werden wir bald keine Speed-Folge machen, sondern einfach das da fertig. Und das mache ich jetzt im Off. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.